This is Tyler Mane, and you're watching Voorhees 82. Peace out. Filmfreunde, hier ist euer Voorhees von 80 mit dem lieben Ebbe hier im Hintergrund. Hallo. Dem lieben Daniel und dem lieben Dominik. Ja, viele kennen die beiden eigentlich von der Filmbörse in Nürnberg und auch auf einem Voorhees-Herberge-Video. Genau, ich war mal bei. Ja, und ihn kennt ihr sowieso schon hier von den ganzen Hardboxen-Freak-Shows, ja? A.k.a. der Wichtige, ja. Und wir gehen heute alle gemeinsam wohin? Free from Hell. In Hof. In Hof. In Hof. In Hof. In Hof. Ja, in Hof. Tut uns leid, weil er läuft in unserer schönen Stadt leider nicht. Warum auch immer. Fragt euch mal, warum der in unserer schönen Stadt nicht läuft. Aber wir lassen uns überraschen. Ja, auf jeden Fall. Und natürlich habe ich schon meine Arbeit und meine Hausaufgaben gemacht. Habe schon mal Teil 1 und Teil 2 angeguckt. Ja. Ihr auch? Das ist selbstverständlich. Du? Ist schon länger her. Ja. Und du? Zu neu. Also, ist schon, aber Moment, ich hab heute Mittag geheime Spiele junger Mädchen geguckt, gilt das auch? Ja, bestimmt. Ja, also mal Genre. Selbe Genre, alles gut. Die Zuschauer wissen schon, geheime Spiele junger Mädchen, Stefan, die Box hat es so lange in der Hand. Genau so nämlich. Ja, wir gehen mal ins Kino, mal gucken, wie er ist. Ich bin schon sehr gespannt. Meine Erwartung ist eigentlich recht niedrig, wie sind eure Erwartungen? Also meine ist eigentlich recht hoch. Echt? Ja, ja. Ich meine ist auch recht niedrig. Ich habe gar keine. Da ist schon mal die beste Voraussetzung. Er kann bloß gut werden. Ja. Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt. Und dann gibt es noch eine kurze Aufnahme natürlich vom Kino. Psst, das war natürlich nett. Also bis später. Dann Servus. 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 Boop. Das war nun Three from Hell von Rob Zombie. Wow! Ja, wow, sage ich nur. Und ich hatte echt nur das Glück, diesen Film im Kino leben zu dürfen. Es war ja beim Filmfestival. Hier in Deutschland war der schon unterwegs. Nur in englischer Sprache. Da war der liebe Manfred schon drin. Hat schon angeguckt. Und ja, englische Wiste bin ich nicht so ganz mächtig. Deswegen dachte ich, ach komm, schau dir mal so aus an, wenn man auf Deutsch übersetzt worden ist. Aber am 27. September haben wir die Möglichkeit gehabt und am 28. zumindest hier in Hof war das so, dass man den Film nochmal angucken konnte. Und wir haben natürlich dann das erledigt und haben gesagt, okay, wir müssen jetzt hochfahren, oder? Ja. Du bei dir, bei euch war ganz spontan. Mhm. Aber ihr merkt schon, einer fehlt hier irgendwie, weil nämlich Three from Hell, ja, Three from Hell, ne? Ach, das. Genau. Hallo. Da ist er wieder. Guss gesagt. Ja. Ja, genau, zum Erguss. Ja, also was war das für ein Erguss von Rob Zombie? Ja, also Three from Hell ist ein richtiger Hirnfick-Film, oder? Um dazu sagen. Also, absolut. Absolut. Also das ist wirklich. Aber das alledem, die Charaktere sind immer noch genauso geil eigentlich wie von Teil 1 und Teil 2. Leider natürlich, dass Sid Haig hier in einer extrem kurzen Rolle, aber man sieht ihm auch bei dem Film auch schon extrem das Alter an, oder? Ja. Also der schaut wirklich richtig fertig aus. Hat er nur eine ganz kurze Nebenrolle eigentlich gehabt. Danach, naja, wir wollen nichts spoilern, was passiert ist mit ihm. Ja, auch Danny Trejo hier als Special Guest spielt hier mit. Machete! Wow, hat echt eine lange Laufzeit gehabt, wo er hier mitgespielt hat. Wirklich war. War das eine Minute? Machen wir mal 50 Sekunden. Okay. Also viel war es nicht. Ja, ist eigentlich eben, seit der Blut eigentlich gestorben, so viel ich wusste, aber es ist halt so eine kleine Rückblende gewesen. Ja, sonst Bill Moselli, wie heißt der genau? Hier als Otis Drift wurde natürlich wieder überragend geil gespielt. Ja, ich kenne einen Arbeitskollegen, der schaut genauso aus wie der Typ, ja. Also wirklich 1:1, das hätte er sein können. Würde ich nicht mehr arbeiten. Ja, ich mag ihn auch nicht. Gut, okay. Und natürlich hier die Sherry Moon Zombie in ihrer verrückten Rolle als Baby. Und
ganz ehrlich, ja, die hat eigentlich diesen kompletten Film gerockt, oder? Ja. Der Film basiert auf ihr, die ist so verrückt und geil. Die war genial. Oder was sagst du, lieber Ebbe? Na, geil war sie nicht. Ja. Aber sie hatte eine tragende Rolle. Man muss dazu sagen, geil war sie nicht mehr so ganz wie bei House of Thousand Leichen und bei The Devil Rejects. Also die ist auch schon ein bisschen reifer und älter geworden. Sie hat an Natürlichkeit verloren. Ja. Ja, aber so ansonsten ist die wirklich hier völlig am Durchdrehen und bei dem ganzen Film, man macht hier wirklich extrem viel Laune. Ja, so, ich fange jetzt mal an mit meiner Meinung zu dem Film. Also mein größter Kritikpunkt ist hier wirklich, also was ich wirklich extrem finde, ist die Synchronisation. Denn das macht für mich wirklich das meiste aus. Ich weiß, man soll es auf Englisch angucken, dann bla 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 bla. Ne? Hier, wo ich auch schon gesagt, aber ganz ehrlich, ich mag einfach die deutsche Stimmen von der Shoei Moon Zombie und von Sid Haig. Aber leider halt überhaupt nicht. Ne? Also komplett andere Sprachen, Gestiken auch, wie ich finde. Also es hat mir ein bisschen gestört. Das ist eigentlich der größte Kritikpunkt für mich. Ansonsten ist der Film natürlich ein Rob-Zombie-Originalfilm. Ja? Also entweder man liebt diese Filme, man hasst diese Filme. Das muss man wirklich dazu sagen. Denn Rob-Zombie ist natürlich ein spezieller Film. Mache ich jetzt dazu mal. Und also ich mag seine Filme. Natürlich auch der geht genau dahin, wo er hin soll. Genau ins Hirn eigentlich und fickt eigentlich das Hirn komplett durch und denkt mir eigentlich, was schaust du dir eigentlich da an für einen kranken Scheiß, oder? Man muss aber dazu sagen, so brutal finde ich eigentlich jetzt den Three from Hell überhaupt nicht, also hätte heftiger sein können, oder? Was meint ihr dazu? Also, einen abgefuckten Film geschaut, oder? Ja, doch. Ich muss im krassen Gegensatz wirklich sagen, ich fand ihn nicht schlecht, aber ich fand ihn in keinster Weise irgendwie abgefuckt oder sowas. Okay. Also da hätte ich schon was anderes erwartet. Konnte man gucken, ich fand ihn sehr vorausschauend. Ja, war ein netter kleiner Film. Aber leider auch nicht mehr, meiner Meinung nach. Ja. Ist einfach so. Finde ich auch so. Ja. Jetzt? Mir hat er eigentlich super gefallen. Ich war auch am Anfang echt überrascht von den neuen Stimmen. Das ist total komisch, aber ich liebe diese Grindhouse-Filme. Das ist einfach mega geil. Also es war schon cool gemacht, diese schnellen Kamerabewegungen. Aber er hätte brutaler sein können. Also wenn ich Rob-Zombie-Filme schaue, dann sind die eigentlich viel krasser. Und das war er jetzt nicht. Aber er hat mega Spaß gemacht. Also ich kann ihn schon empfehlen. Also, für einen Heimkino-Abend taugt er auf jeden Fall. Und auch vor allem für Rob-Zombie-Fans auf jeden Fall. Für normalen Sterbliche. Nee, eher nicht. Das ist schon speziell. Dominik, was sagst du dazu? Ja, jetzt war sehr unterhaltsam, aber man muss wirklich auf die Filme stehen. Sonst und Hören ausschalten und einfach genießen, also sonst. Hören aus, Spaß an. Oder? Was? Warst du nicht der geschnarcht hat die ganze Zeit? Ja, genau. Ich habe auch was gehört. Ja? Ja. Okay, was würdet ihr für eine Gesamtnote dem Film geben? 7 von 10. Oh, der ist hoch. Ich bin leicht zu beeindrucken. Okay, ich würde eher 5 von 10 sagen. No. Du? Bist aus der Wertung raus. 3,5 von 10. Okay. Ich bin auch 7 von 10. Ach, danke schön. Weil mir einfach, also ich bin auch leicht zu beeindrucken, mir hat auch Spaß gemacht und da hat mich unterhalten und das hat der Film für mich machen und deswegen. Hast du Spaß gemacht oder mir auch? Ja. Wollte ich jetzt so mit Netz haben. Ja, aber. Aber mir hat irgendwas Spezielles einfach gefehlt. Was denn? Ich weiß es nicht. Ein Hä-Effekt am besten. Ja, es war ein schnell heruntergekurbelter kleiner Film. Mehr nicht. Also, der 2 Stunden. Überraschungen oder irgendwas. Man muss dazu sagen, aber wir haben jetzt 1 Uhr. Der Film ging um 23 Uhr. Also, er ging wirklich recht lang für einen Rob-Zombie-Film. Also, da ging ja wirklich fast 2 Stunden. Ja. Ich habe auf die Uhr geguckt. Hä? 1 Uhr? Wo ist die Zeit denn? Aber es verging wie im Fluge. Schreit nach einer Zweitsichtung, würde ich sagen. Aber zu Hause? Ja. Also, da im Kino gehe ich immer rein. Nein. Ja, das war unser Review zu Rob Zombies 3 from Hell. Und ja. Ich hoffe, ihr könnt euch eine eigene Meinung bilden, zumindest. Unser Mann habt ihr schon mal gehört, also es ist alles dabei. 7, 5 und 3,5. Genau. Also, ihr wisst ja, er ist hier eigentlich Trash-Master Nummer 1, Trash-Filmer-Master Nummer 1. Also er hat wirklich da besondere Erkenntnisse an schlechten Filme. Genau. Es gibt einen Unterschied zwischen Trash und gespielten Trash. Und Rob-Zombie-Filme sind gespielter Trash und das ist dann, meistens nicht so treffend. Aber wie gesagt, war ganz nett, hab mich auch unterhalten.
Ich fand ihn jetzt nicht mies, aber gut ist er weit davon entfernt. Also ich habe mir mehr versprochen, als es letztendlich kann. Wir sind halt eben, also ich bin halt ein Fanboy von From Zombie Film, deswegen gibt es mir für 7 von 10 Punkten. Ich bleibe auch dabei. 7 von 10. Also gut, das war's für uns. Jetzt fahren wir weiter. Bis dann, tschüss mit Ö und... Piep, boop. Piep. Piep. Du schaust ganz schön versoffen aus. Entschuldigung. Vielleicht habe ich mal nichts getrunken. Könnte doch liegen, dass du nichts kriegst dort heute. Nein, so hätte ich filmen. Hallo! Ja, da guck mal, kennst du. Ja, du bist gut gedacht. Ja? Vorne. Nein, das. Da fehlt jemand. Fang an. Und wo steckst du dich? Gleich, der kommt doch nur. Das ist der Hä-Effekt. Ja, liebe Filmfreunde, der Film ist vorbei. Three from Hell von Rob Zombie. Und natürlich auch, bin ich auch so gekleidet. Für Rob Zombie ist natürlich völlig klar, nicht hier. Aber es ist einfach etwas zu kalt. Ja, okay, Three from Hell läuft der seit dem 27. September in den deutschen Kinos und noch am 28. auch noch mal bei uns zumindest hier gewesen und hatte eigentlich ja, die Vorpremiere bzw. die Premiere eigentlich beim Fantasy Film Fest. Hätte er verschwunden. Es heißt ja Three from Hell und die Four also, from Hell. Ja. Mensch. Weg. Du fällst trotzdem auf. Warte mal, mach mal so. Nee, ich, jetzt besser? Du musst doch weiter rüber beim Schädel. Du musst doch weiter rüber. Du setzt dich zwar auf hier drauf. Ja. Das haben schon ganz andere versucht. Ja, liebe Filmfreunde, das war nun Three from Hell von Rob Zombie. Und ja, was soll man sagen, ne? War schon ein Erguss. Nee, also. Erguss? Erguss. Was habe ich da gehört? Ja, also gut. Three from Hell ist ja von Rob Zombie. Ist, glaube ich, der 8. oder 9. Film, glaube ich, von ihm. Und der letzte Film war ja 31. Und ja, viele von hier finden 31 nicht so besonders gut. Ich muss mal sagen, es ist scheiße. Ich bin da raus. Wir bringen die alle durcheinander. Irgendwie so scheiße. Warte mal.